Baby, bist du so müde? Ja, wie er mit mir redet. Machen das noch irgendwelche Haustiere da draußen? Und immer dann Liebe wollen, wenn man gerade nicht kann? So, eben noch was anderes angezogen und jetzt kann es losgehen. Hallo, ich bin's, Kim Lian. Und liebe Freunde, heute nehme ich Stellung zu einigen Fotos, die mir besonders seitdem Germany's Next Topmodel wieder läuft, geschickt wurden. Hey! Jetzt reibt sich der Kleine am Stativ und die Kamera fällt was um. Jedenfalls, ein paar modelmäßigere Fotos waren dabei und ein paar private Schnappschüsse, wo ich mir dachte, wann wurde das Foto von mir gemacht? Oder bin das überhaupt ich? Und offenbar ging es ganz vielen da draußen ähnlich, weil ich habe sehr viele Direktnachrichten zu Doppelgängern oder vermeintlichen Fotos von mir bekommen. Und das ohne, dass ich je danach gefragt hätte. Also dachte ich mir, es ist heute mal Zeit, mit den Gerüchten aufzuräumen und Klarheit darüber zu geben, was bin ich nicht, was ist hier eigentlich die Wahrheit? Und ich würde sagen, legen wir direkt mal los und räumen auf mit den Mysterien. Mythbusting mit Kim. Vorher muss ich noch hier diesen komischen Kringel da wegmachen. Sonst schreiben mir wieder 100.000 Leute in die Kommentare. Oh mein Gott, wer konnte auch die ganze Zeit nur auf ihren Kringel in den Haaren schauen? Und ich nehme es nicht mal übel, weil mir ging es selber nicht anders. Also, yo. Von allen Bildern habe ich hier so einen Screenshot gemacht. Und dann kannst du auch immer beurteilen, was du davon hältst. Sieht sie mir zum Beispiel jetzt ähnlich? Ich habe hier ebenfalls eine Katze. So, du musst näher. Du musst näher zu mir her. Ja, so. Du hast gerade gar keinen Bock, hä? Sieht mir das ähnlich? Auf einer Skala von 1 bis 10, wie sehr findest du, sieht mir diese Person hier ähnlich? Kommen wir zum nächsten Bild. Und da wurde mir geschrieben in einer E-Mail, ich habe dein Double gefunden oder bist das du? Und Leute, ich muss ganz ehrlich sagen, ich komme immer noch nicht darauf klar, dass mir so oft Fotos von dieser Person geschickt werden und gefragt wird, ob ich das bin oder dass sie mir irgendwie unfassbar ähnlich sehen soll. Auch dieses Foto wurde mir hier geschickt und dieses Foto. Und by the way, sie ist Liv Tyler, eine der großartigsten Schauspielerinnen der Welt. Sie hat auch bei Herr der Ringe und bei so vielen tollen Filmen einfach mitgespielt. Wenn ich jetzt auch so nach unten gucke. Oder jetzt das. Mich ehrt dieser Vergleich sehr, auch wenn ich tatsächlich einige Sachen sehe, die doch anders sind bei ihr. Ich kann nur sagen, I wish ich würde so aussehen. Also nächste haben wir diese mir unbekannte, wunderschöne Person am Start. Sieht aus wie du, wird da geschrieben. Auch hier, meine Haare sind jetzt ein bisschen heller, die muss ich wieder so drapieren, dass es dunkler aussieht. Und dann habe ich mir hier auch noch so ziemlich die gleiche Brille rausgesucht, damit ich dir das mal demonstrieren kann, wie ich quasi aussehe. So. Und wie findet das? Also ich finde auf diesem Foto sieht sie mir zu 7,5% ähnlich tatsächlich, weil die Brille halt relativ viel verdeckt, dann ist es einfacher. Aber ja, finde ich auf jeden Fall cool. Next up haben wir eine sehr bekannte YouTuberin, mit der ich auch relativ häufig verglichen werde, lustigerweise. Das ist Miranda Sings, die hier in irgendeiner Tomatendosensuppe oder so schwimmt. Sieht ein bisschen aus wie du und erinnert mich auch an dich vom Charakter. Ich weiß nicht, ob das jetzt positiv oder negativ gemeint ist, weil Miranda Sings ist so eine total abgedrehte Kunstfigur, also die ist nicht sie selbst in ihren Videos, so wie ich, sondern die spielt das halt ganz übertrieben. Someone's on a period. I'm deleted. Ja, ich weiß nicht, ob das so gut ist jetzt, der Vergleich. Aber ich nehme ihn positiv, weil ich ihre Videos sehr, sehr gerne gucke und sie verdammt, verdammt witzig finde. Und ich glaube, diesen Blick kriege ich auch so ungefähr hin. 1 bis 10, was denkst du, wie ähnlich sieht es mir auf diesem Foto, wenn wir beide dieses Gesicht ziehen? Jetzt zu einer sehr spannenden Privatnachricht. Und zwar habe ich das hier gekriegt. Wie war es bei Germany's Next Topmodel? Und ja, Leute, ertappt, das bin tatsächlich ich und nicht irgendjemand anderes. Aber dafür ist die Info dazu ein bisschen verdreht. Also ich wüsste nicht, dass ich je bei Germany's Next Topmodel mitgemacht habe, oder? Habe ich
War ich Schlafwandeln oder so? Habe ich was verpasst? Also ich habe keine Ahnung bis heute, ob jemand mal mir besonders ähnlich gesehen hat dort oder ob irgendjemand einfach diese Fotos, wo ich gemodelt habe, im Internet gefunden hat und dadurch davon ausgegangen ist, dass ich bei Germany's Next Topmodel war. Aber das hat ja nicht wirklich was miteinander zu tun, aber trotzdem irgendwie. Also ich verstehe noch nicht so ganz diesen Zusammenhang. Und das Shooting dazu war, by the way, ziemlich lustig. Das war wirklich nur so eine kleine Box, wo ich so gebückt reingehen musste und dann mich hinknien konnte und die war auch dann auch schon wieder aus direkt und der Fotograf ist davor gestanden, also eigentlich voll low budget gemacht und sieht aber nicht so low budget aus. Ach ja, guck, da habe ich direkt noch ein zweites Beispiel. Mach mal ein Video zu deinen Germany's Next Topmodel Fotos und ein Foto, ein Unterwasserfoto. Und ja, Unterwasserfotos habe ich auch schon gemacht. Und habe ich auch in einem meiner Videos gezeigt, wo ich diese Model-Foto-Geschichten gezeigt habe und über meine Erfahrungen gesprochen habe. Aber das hier, auf dem Unterwasserfoto, bin ich wiederum nicht. Also das ist anscheinend ein Doppelgänger. Beziehungsweise ich finde, wenn ich so reinzoome auf das Gesicht, sieht sie mir gar nicht so ähnlich, oder? Was meinst du? Also ich erkenne da jetzt nicht so viel vom Face, um da eine richtige Einschätzung abgeben zu können, weil auch so die Schulter davor ist, also... Okay. Ich komme mir gar nicht doof vor in dieser Pose. Jetzt kommen wir zu einer Blondine, wo mir jemand geschrieben hat, bist du das, die sieht aus wie du. Und hallo, das ist wieder auch so ein Mädchen, wo ich mir denke, ich wünschte, ich würde so aussehen, weil ich habe hier einen Spiegel stehen, aber ich sehe nicht so aus. Wobei ich muss schon sagen, ich bin auch zufrieden, so wie ich aussehe und alles. Aber ein Vergleich auf jeden Fall, der mich auch ehrt. Aber es scheitert schon mal allein an der Haarfarbe. Ich meine, ich hatte eine Zeit lang blonde Haare. So ungefähr sieht es denn aus. Das sieht aus wie so eine richtig schlechte Perücke. Oder wie so ein zerzauster, langhaariger Windhund. So sexy. However, bei ihr kann ich das sehr schwer einschätzen, dadurch, dass sie halt einfach auch helle Haare hat. Da bin ich an dieser Kandidatin schon näher dran, finde ich. Das Ganze ist eigentlich ein Video und wenn sie sich auch so bewegt, dann ist doch schon eine gewisse Ähnlichkeit auf jeden Fall da. Versuchen wir das Ganze auch noch nachzustellen. Weiters wurde mir schon einige Male tatsächlich dieses Foto hier auch geschickt. Die geht auch definitiv in die Richtung und ich würde sagen, wir sind auch so der gleiche Typ. Also wir haben halt so ein bisschen den gleichen Hautton, wir haben definitiv auch beide Sommersprossen, auch so ein bisschen stärkeren Augenbrauen, Wildwuchs mit den dunklen Haaren dann eben auch. Aber ich finde, was uns sehr unterscheidet, auch auf diesem Bild, ich weiß nicht wie es sonst ist, aber ist so ein bisschen die Nase. Ich glaube, ihre Nase ist so ein bisschen schmaler an der Spitze unten. Jetzt muss ich nur auch so einen fiercen, attractive Blick drauf haben wie sie. Ah, ich kann das gerade gar nicht. Ich komme mir gerade richtig dumm vor. Okay, tschüss. Ich weiß nicht. Aber das Ding ist, das ist ja Marie Nasemann. Und die hat mitgemacht bei Germany's Next Topmodel. Das heißt, haha, jetzt komme ich mit einer Verschwörungstheorie. Das heißt, vielleicht denken mehr Leute, außer das Mädel, das mir das Foto geschickt hat, dass ich ihr ähnlich sehe. Und dachten deshalb, weil das ja auch schon einige Jahre her ist, dass die, glaube ich, teilgenommen hat bei Germany's Next Topmodel, dass sie denken, dass ich das damals vielleicht war. Ich weiß es nicht. Kommen wir jetzt noch zu einem ziemlich witzigen Foto. Das wurde mir geschickt mit der Bitte, dass ich eben ein Video zu Doubles mache. Sie hat da geschrieben, dieses Bild sieht dir mega ähnlich. Also ich weiß ja nicht, so der Gesichtsausdruck, diese Momentaufnahme, ich glaube, das ist eigentlich ein Screenshot von einem Video, ist ja eher nicht so ideal. Aber ich bin ja nicht so, ne? Ich versuche das jetzt trotzdem mal nachzumachen. Also da muss ich sagen, so 10 von 10 Punkten in der Ähnlichkeit, oder? Nein, Spaß. Ich muss ihr lassen,
Die Haare von ihr sind meinen wahrscheinlich am ähnlichsten, weil die ist auch oben dunkel und dann so ein bisschen heller zumindest. Und was ich so erahnen kann, ist die eigentlich auch mega die Hübsche, richtig krass. Wir haben ja alle so Momente, vor allem wenn man so die Videos von YouTubern stoppt, dann sind die immer irgendwie so gerade mitten im Satz. Auch hier schreib mir unbedingt wieder, wie sehr du die Ähnlichkeit findest zwischen uns, auch wenn man nicht viel erkennt. Und lass mir gerne einen Daumen nach unten ab, wenn dir dieses Video gefallen hat. Ich würde mich sehr freuen, wenn nicht, dann nicht. Und du kannst mir auch gerne weiterhin Doppelgänger von mir via Instagram schicken, dann mache ich nochmal so ein Video. Ich freue mich jetzt auf deinen Kommentar, welche der Mädels in diesem Video mir deiner Meinung nach am ähnlichsten gesehen hat. Ich werde alles durchlesen und dann gucken, welches Mädel es wird. Ich bin mega gespannt, wie du das so wahrnimmst. Um mir weitere Fotos zu schicken und meine Bilder zu sehen, kannst du gerne hier auf Instagram folgen oder wir sehen uns auch vielleicht in meinem Online-Shop, wo ich meine neue Schmuckkollektion gelauncht habe, jetzt auch mit sommerlicheren Ringen, wie so einer Palme und einer Welle und einem Kaktus. Oder wir sehen uns ganz einfach im nächsten Video. Tschüss!